Lhasa und seine Umgebung sind in diesen Tagen ein einziger riesiger Tempel, erfüllt von den Glaubensübungen der Wallfahrer. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend wandeln sie von Heiligtum zu Heiligtum. Der Gebetstrommeln spornen die Mönche den Eifer der Gläubigen an. In diesen Tagen sind die fanatischen Lamas unumschränkte Herren der heiligen Stadt. Selbst die Minister sind ihrer Stellung enthoben und haben alle Regierungsgewalt in die Hände zweier Klosteräbte gelegt. Die Stadt kann die Massen der Mönche und Pilger nicht mehr bergen. So ist draußen ein mächtiges Zeltlager entstanden. Auch die Bürger Lhasas feiern hier das größte aller Feste. Die Ngolobs und Kampas, räuberische Nomaden aus dem Nordosten des Landes, bekommen einen gesonderten Zeltplatz zugewiesen. Sie kamen nach Lhasa, um hier für Diebstahl, Raub und Totschlag zu sühnen und die Götter für künftige Untaten persönlich zu stimmen. Auch die weltlichen Freuden kommen beim Neujahrsfest nicht zu kurz. Dem Neujahrsbrauch folgend errichten auch wir ein eigenes Festzelt und geben hier unter freiem Himmel den Vertretern der Regierung ein Festmahl asiatischer Art. Ehe der Tang, das traditionelle Neujahrsbier, angetrunken wird, ist es Sitte, den Geistern des Ortes ein Trankopfer zu bringen. Des Hochlandvolkes.
riesiges Volksfest entwickelt sich hier draußen. Am Schützenstand wird ein Preisschießen zwischen den Dienern der Würdenträger ausgetragen. Surrend fliegen die Pfeile nach der Lederscheibe. Besonders zähem Holz sind die Bogen zum Weitschießen. Spielen jagen wilde Gesellen an den aufgestellten Scheiben vorüber. Im vollen Galopp feuern sie ihre uralten Vorderlader ab und schnellen den Pfeil von der Sehne. Die Straßen. Auf dem Pferderücken sollen die Götter ihren Einzug in Lhasa halten. Im Potala dröhnen Tuben und Trommeln. Feierlich schreiten die Lamas zum kultischen Tanz. Am Ende des Jahres erscheinen den Gläubigen noch einmal die furchtbaren Fratzen der Dämonen. Sie erinnern den Menschen an seine Vergänglichkeit und zeigen ihm Gestalt und Antlitz der Wesen, die inzwischen Hinscheiden und Wiedergeburt im Bardo erwarten. Verwirrender Tanz der Masken und Gesichter dem Untergang des alten Jahres geweiht.
Portal des heiligsten Tempels Lhasas, des Zuglakan, des großen Hauses der Götter, schreiten 100 Lamas, Begleiter des größten Zauberpriesters Tibet, in feierlicher Prozession. Alle bösen Elemente, Teufel und Dämonen, alles Übel, das im vergangenen Jahre Gewalt bekommen hat über die Stadt, soll jetzt aus ihrem Bannkreis vertrieben und vernichtet werden. Eine vom Teufel besessene Opferpyramide wird hinausgetragen. Der Klang der Pauken und Becken, der ganze magische Prunk, bringt die Menge in höchste Ekstase. Nicht mehr zu zügeln ist die Masse, denn jetzt kommt der große Bezwinger des Schicksales, der Held des Tages, im dämonischen Rausch halben Wahnsinn, besessen von überirdischer Gewalt und begabt mit der magischen Kraft, die gebannten Teufel und unheilvollen Mächte vor sich herzutreiben und zu vernichten, rast er durch die Straßen. Reihen scharen sich die Lamas um ihren Zauberpriester, der zwischen ihnen zusammenbricht. Das große Werk der Teufelaustreibung ist getan. Der Kampf gegen die überirdischen Feinde siegreich beendet. Jetzt wendet sich die Menge den Helden der irdischen Schlachtfelder zu. Sie huldigt den Generalen und überschüttet sie mit Tausenden von weißen Schleiern. Sie versinnbildlichen die Reinheit und das irdische Glück. Denn die Ahnen der Generale waren es, die einst unter Führung des mächtigsten Mongolenfürsten Fushi Khans die weltliche Macht über Tibet erkämpften und damit den Kirchenstaat im Herzen Asiens begründeten. In prächtiger Parade ziehen sie jetzt mit ihrem Heer durch die Straßen der Hauptstadt. Aus allen Teilen des Landes kamen die Krieger herbei, und sind mit den ruhmbedeckten Waffen, Panzerhemden und Helmen ihrer siegreichen Vorfahren gerüstet. Um den heiligsten Tempel führt der stolze Zug, um durch die Ehrung der Götter ihren Schutz und Beistand zu erlangen. Spannende Erwartung liegt über dem Festplatz draußen vor Dach. In prunkvollen Seidengewändern finden sich Minister, Würdenträger und Notable auf dem Festplatz ein. Vertreter des Dalai Lamas haben die Mitglieder des Staatskabinetts in einem Zelt Platz genommen und erwarten die Meldung der Truppe. Wie eine Vision asiatischer Geschichte, wie ein Bild aus asiatischer Heldenzeit, so reiten sie daher. Eine mittelalterliche Kavalkade in einem mittelalterlichen Staat. Zum Festplatz ein. Aus silberner Schale bringt der Herold den Göttern das Trankopfer dar. Die Diener des Staates melden den Würdenträgern die Stärke und Bereitschaft des Heeres. Unwiderstehlich und scharf sind die Waffen. Unzerbrechlich und hart sind die Schilde. Ausdauernd und schnell die Pferde. Mutig und kampferprobt sind die Krieger. Wenden die Pferde. Rausch ist das große Fest der Götter und der Menschen. Im Reigen der Jahrhunderte zog ein neues Jahr herauf. Unangetastet ruht Tibet inmitten einer kriegsbewegten Welt.
begleiten seine geharnischten Krieger, erfüllt von dem fanatischen Willen, ihrem Lande den Frieden zu erhalten und aus eigener Kraft und eigenem Glauben zu lösen, was immer die Zukunft aufbringen mag.